Ich war zur friedlichen Demonstration hier auf dem Augustusplatz. Und es war irgendwie eine ganz eigenartige Stimmung. Schlägt es in Gewalt um oder bleibt es friedlich? Aber ich habe immer gedacht, wenn viele Leute zusammenstehen und wir da alle Kerzen haben, da kann uns keiner was tun. Es war gewaltig. Also es war Angst und auch die Hoffnung, dass sich was ändert. Dort unten an der runden Ecke haben wir eine Menschenkette gestanden, alles so untergehakt, hinter uns ganz viele Kerzen und einfach gedacht, keine Gewalt. Also es war immer ein Knistern und trotzdem ist es friedlich geblieben. Mióta lányom született, 19 éve vagyok. Szóval nekünk volt német barátunk Magyarországon, onnan ismertem meg az apját is például. So haben sie sich von Jahr zu Jahr immer besser kennengelernt, meine Eltern, und irgendwann sind dann hergezogen. Das war einmalig. Das passiert nicht wieder.